Oder ist so ein Lurch gerade im Rohbau? Meinst du, das ist der lurchige Lurch, ja, der dich gerade also umgebracht der hat? hatte so, ich glaube, so ein pädophilen kariertes Hemd mit Klamotten einer an, ne? Weste oder so, würde ich sagen. Hat er so blonde Haare? Blonde kann ich dir jetzt nicht sagen. Der hat auf jeden Fall einen Rucksack und halt eine Waffe auf dem Rücken. Okay. SKS habe ich jetzt. Ja, klar. Hier reden ganz viele Leute in Deutsch miteinander. Gucken wir mal, was ich hier regeln kann. Vielleicht mal ganz hier ruhig hier rein. Ja, wann bist du atmen, Daniel? Warte mal. Problem ist, ich hab leider die CS da. Oh, hier ist er noch! Nein, wo? Du hast ihn getötet! Reden hier gerade miteinander so. War das der, der mich getötet hat? Ich glaube nicht, ne? Doch, doch, ich glaube, es war der. Der hat noch gerade Ingen gesagt, oh, hier ist einer. Du hast Nein, wo geschrien, oder? Genau. Bullsbier. Bin irgendwo her. Ich hatte Angst, ihn zu looten. Der FM-Pfeil 423 Meter. No problem. Das ist ja eine ziemlich großkalibrige Waffe, ne? Noch ein Hangar? Meine Fresse. War ein Duell gerade hier. Ist da noch einer oder was? Ja. Der hat ja seine Kollegen gewarnt. Ich komme jetzt nämlich auch. Okay. Wo ist der? Wie der schießt gerade. Warte mal, warte mal ganz kurz. Da. Ja. Auch tot. Der Basti von Spielen. Jetzt habe ich beide umgebracht mit der Makrowaffe. Guter Anfang für Deathly Origins, ey. Und Aschenputtel wurde auch umgebracht. Ich habe ein bisschen Angst, jetzt jemanden zu looten. Kannst du bitte hier hinkommen? Dann looten wir gemeinsam. Ich komm jetzt, wo ist das? Ich bin in Roban Kameni und töte hier zwei Leute, die schwer bewaffnet sind. Kameni? Ja, oben in der Spawnstadt. Die wollen hier wohl Bambis oder so killen und keine Ahnung. Die haben ja Percy getötet, dann bin ich hingelaufen und dachte mir immer so, mal gucken, was passiert. Und dann habe ich beide getötet. Jetzt komm mal hier rein. Komm hier rein. Nice durchgebackt, Percy. Oh, ne Scheiß, ey. Nice Schnarchen, Nico, wirklich. Hört sich gut an. Rucksack leer machen. Schöne ja, Tanne hast du hier drin. Genau, Rucksack leer machen. Danke für das Essen, Nico. Danke für das Essen und Trinken. Mhm. Oh, hab ich irgendwas hier drin verändert? Nö, ne? Sieht immer noch gleich aus. Ja, Makarov liegt noch auf dem Tisch, da ist noch ein Buch. Da ist noch das verrückte Blauplan-Ding. Da ist noch eine Suppe. Nö. Postkarten aus Rom. Gibt's auch hinten aus Deutschland hier. Gucken wir mal. Berlin, da unten. Jawohl. Machen wir wieder auf hier. Mhm. Oh, warte mal. Also ich hab nichts zum Reinlegen, also ihr könnt. Oder warte mal. Kannst du mal Platz machen? Ja. Mr. M4-Mann. Ah, okay, das ist der Most Wanted Clan, der hier unten ist. Kannst du mal ganz kurz vor die Tür kommen, Tobi? Ja, warte. Ja, weiß schon, was jetzt kommt. Hi. Hi, alles in Ordnung, Tobi? Ja, kannst du hier zumachen, ist gar kein Problem. Okay, alles klar, kein Problem.
Ja. Oh, warte mal, klemmt gerade der Slider, warte. Jetzt? Ja. Geht er, jetzt? Weiß nicht, ja, kannst du ja mal gucken. Oh, vielleicht. Ja, ja, oh, hi. Hi. Verdammt, ich habe ihn wieder zugemacht. Ja. Ich habe hier so zwei Schaulustige, die mit durchgucken wollen. Kannst ja vielleicht mal, weiß nicht, funktioniert das leider noch? Ja, ja, jetzt gerade wieder, jetzt, oh, er ist wieder zu, verdammt. Okay, das ist natürlich mega ärgerlich. Aber du kannst ja mal gleich testen, ob der vielleicht nochmal aufgeht. Warte, warte, er raschelt gerade, warte, aber jetzt ist er auf. Oh, ich habe mich echt erschreckt. Oh. Ich bin echt erschrocken, meine ich natürlich. Kannst du vielleicht mal wieder zumachen? Ja, das dauert immer einen Moment, weil das Ding ist ein bisschen rostig und ist nicht das Neueste. Und ja, Was macht ihr beiden hinter mir? Die wollen auch durchgucken, Tobi. Gucken. Kannst du vielleicht mal wieder aufmachen? Oh ja. Oh. Hi. Okay, ist ja zu. Warte, lass zu. Wie zu? Ja, ich krieg ihn gerade gar nicht auf, weißt du, der ist gerade wieder oben. Ah, okay. Vielleicht solltest du auch mal deinen Ohren zumachen. Okay. Hala! Basti, kannst du mal kurz einen Naga-Siren-Song singen? Vielleicht kannst du mal wieder aufmachen. Ja, einen Chicken bitte und ein großes Eis. Das ist ein Typ hinter dir, wer ist das? Und ich würde gerne noch eine kleine Pommes nehmen dazu. Okay, Moment, wir machen sofort fertig. Kleinen Moment, ich schließe nur kurz das Slider. Ja. Warte, oh, habe ich den Naga-Siren-Song wieder angemacht? Ja, hast du den Naga-Siren-Song wieder angemacht? kann ich aufmachen? Sind Sie bereit? Nee, eigentlich, nee. Okay, Moment. Muss mich gerade bandagieren. Moment. Guck mal, ist das ein riesiges Radiergummi hier, ey. Das ist unglaublich, aber, oder? Alter, das Radiergummi ist von olympischen Ausmaßen. Sieht so aus, als ob das so ein Radiergummi von so einem Muffin ist. Ja. Oh, Nagasalm Song, Nagasalm. Ah. Okay. Ich öffne mal den Slider. Oh, da war eine Bewegung, verdammt. Welche Bewegung? Oh, ich weiß auch nicht. Oh, der Slider hat sich bewegt. Oh, der Slider ist wieder zu. Ja. Kann ich ihn aufmachen? Ja. Okay, ich will jetzt looten. Lass mich raus hier. Ich schmeiß mal die ganzen Tools und den ganzen Shit, den ich gerade gefunden habe, bei dir ins Haus dann jetzt. Ich liebe, ne, das ist unser Haus, mein Freund, okay? Ah, oh, Liebeshaus. Ja. Guck mal hier, da steht unser Name vorne dran. Siehst du? Guck, da steht Muna 7 Tobi. Auf Russisch. Tobi steht da. Wo ist Tobi? Muss erstmal einen Arsch schießen mit der Makarov. Ich habe auch neben Airmac gefunden, ne? Oh, Bild bei Tobi. Ey, die schlagen hier in der Nähe ein. Hör auf, die können zischen. Ich glaube nicht, dass sie dich getroffen hätten. So. Will da wieder einen looten oder so? Schade. Hurra, looten. Ich muss erstmal auf die Karte echt gucken. Ja, waren ja auch die schönsten 2 Stunden unseres Lebens, ne? Oder 3 Stunden oder 4 Stunden unseres Lebens. Und nur um allein dieses Tier-1-Haus hier zu bauen und dabei nicht die ganze Zeit zu sterben. Aber jetzt steht das. Guck mal, wie schön das hier ist. Das ist so halb im Gelben und so. Das ist wunderschön. Das ist ein kleines Waldhäuschen, so ein Knusperhäuschen. So, fangen wir mal an. So, Tobi. Hi. Ich möchte kurz, dass du über diesen monumentalen Zeitpunkt hier bist. Fangen wir mal ganz harmlos an. So. So, erst noch eine Schaufel vorne dran. Guck mal an, von innen. Hilarus. Und? Na, noch passiert nichts von innen. Okay, warte. Vorne ist eine Schaufel erschienen. Wheel Guards. Also, für die Reifen. Sehr gut. Boah. Hauptsache, wunderschön aus. Also, du brauchst ein Reinforcement für alle 4 Reifen. Ja, klar. Zum Glück, ganz ehrlich. Also, boah, stell mal vor. Okay. Jetzt kommt das interessante Window Guards. So, ne? Zack. Bretter. Really? Bretter. Ja, really kugelsichere Bretter. Und boom. Das Wichtigste, vermutlich. So, jetzt haben wir nämlich einen Panzer. Das Ding ist jetzt echt robust, ey. So, Dave, einsteigen. Oh mein Gott, das ist wunderschön. Ja. Das Einzige, was mich beunruhigt, ist, dass Tobi es fährt. Oh, fahre? Oh Gott. Klar. Nee, warte. Ich will mir noch einen Kaffee holen. Nee, warte, darfst du nicht. Ich weil mich. Nö. Ich weil mich. Nö. Jetzt Nö. Schnell. Okay, dann fahren wir schon mal los. Okay, das Einzige, was mir Angst macht, ist, dass David fährt. Was? Okay, ich fahre. Oh, let's go. Währenddessen
Tobi im Hintergrund einen Kaffee macht im Auto. Das Auto hat eine Kaffeemaschine, finde ich gut. Ja, klar. Ist mega gut, das Auto, guck mal. Boah. Sind dort welche? Hier ist irgendjemand, hier ist auf jeden Fall irgendjemand, Vorsicht. Okay. Hier unten irgendwo. Huh. Ist jetzt gerade hier niemanden? Die Musik stört. Ist ja auch keiner, aber oben beim Militärgelände waren welche, ne? Ja. Really? Hast du gehört, wer da gerade nichts geredet hat? Nee. Burrito. Ah, oh, what the fuck. Oh, warte mal. What the fuck? What the fuck? Da Daniel! Ist jemand dran, da ist jemand dran. Oh Gott, wir werden beschossen. Ich kann nicht fahren. Okay. Ich häng auf dem Auto fest. Ich hab ihn umgebracht. Okay, geh ich verbinden. Bist du das da? Sag mir, dass du das bist, Alter. Wir sind das hier. Okay, ich verbinde mich schnell. Ich bin so gut wie tot. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ich glaube, ich sterbe. Hast du Blut? Ja. Bleib stehen. Okay. Wer ist der Typ da im Ghillie? Das bin ich. Okay, alles klar. Komm mal hier bitte in die Zelte. Machen wir. What the fuck is going on? Okay, hier. Okay, hier. Oh Gott. Okay, mir geht's gut. Alles ist super. Ah, Dankeschön. Gut kommt. Ich war nicht vorbereitet, mit der DMR auf so eine Distanz zu schießen. NP. Wir klauen beide Autos und ab. Alles klar, let's go. Okay. David, nimm den großen. Der Typ? Soll ich nur Typ durchchecken? Ja, natürlich. Du möchtest ja. Die haben Reifen zerschossen übrigens. Wir müssen den anderen Auto nehmen. M4. Ich nehm schnell den Coyote, weil ich keinen Rucksack hab. Ja. Wart. Die Stanak? Oh, shit. Der ist auf gar keinen Fall alleine hier. Ja. Nee. Er hat nur noch Standardmunition. Du machst Geräusche, als wenn du angeschossen wirst, bitte. Sorry. Ist doch gerade ultra laut bei mir. Und die Effekte sind wieder mega leise. Weißt du, was jetzt wieder passiert, Tobi? Nee. Ja, so, natürlich, ja. Alles klar. Okay, lass uns einfach abhauen. Erstmal. Und wir können aber rumfahren hier, so, weißt du? Ja. Bin drinne. Wir müssen hier alle rein. Der andere ist, wie gesagt, ja, warte, ich loote noch eben die Tools von den Typen hier. Okay. Ja, ich gebe dir Rückdeckung. Guck mal, im Auto sieht er ein bisschen mehr eventuell. Du, der war da hinten bei den Hallen eventuell. Ja, wahrscheinlich auch die. Wie hieß der Typ, den wir gerade umgebracht haben? Oh Gott, keine Ahnung. Hat er einen Clan-Tag? Was meinst du? Egal, was, ich steig jetzt ein. Let's go, go. Ja. Kommt ab. Hat das Ding Munition? Ja, fahr bitte. Okay. Okay, I'm driving. Okay, ja, ich hab nur Angst. Gunner ist immer so eine. Kein Problem, ehrlich. Oh, David sitzt auch hin. Ich wollte gerade sagen. Im Beifahrersitz kommen? Ging nicht. Hat mich einfach da hinten draufgesetzt. Keiner von euch? Ich hab übrigens Dingens, ne? Nur vorne kann ich hinschießen, ne? Ich kann nicht nach hinten schießen. Okay. Oh, der Boss crazy, ey. War übrigens wieder das berühmte 2 Meter DMR-Dauerfeuer von mir. Hab ich schon ein bisschen vermisst, ey. Ja, fahr doch mal durch die Laterne, ist in Ordnung. Mach ich. Und normal so? Kann jemand mit einer besseren Internetleitung fahren? Ja. Das ist ganz fürchterlich gerade. Könnt ihr? Wollt ihr? Nee, fahr erstmal weiter. Ey. Vor uns ein Auto? Links im Wald, Auto. Wo, ich seh's nicht? Denk dran, ich hab fahr so... Weiter? Ich denke, ich kann nur. Vorne. Ja, genau. Da vorne fährt er, vor uns der Panzer, ein Scrap-Panzer im Wald. Ich fahr auf ihn zu immer. Okay. Siehst du ihn schon, David? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn jetzt. Ja. Vollgas. Okay, ich gebe Vollgas, ehrlich gesagt. Ja, ich sehe, du fährst gerade durch so einen Baum. Ja. Das ist super. Warte. Lass uns auf dem Feld raus hier. Also, wir fahren auf dem Feld raus. Fahr ihn dafür hinterher. Okay. Solange er fährt, kannst du ja auch. Mach ich. Okay. Der ist rechts. Oh Gott. Du desingst gerade so, ne? Wenn du ihn ein bisschen eingeholt hast, dann. Ich fahr jetzt so, dass er fährt eh links. Okay, ich fahr jetzt nur geradeaus. Ja. Er ist angehalten. Fahr nur ein Stück zurück, Daniel. Ja, ich muss nachladen. Ja, der will euch schießen. Wow. Okay. Okay, fahr nochmal drauf zu. Okay. Ich bin getroffen. Steig aus, Daniel, steig aus.
Stopp, hab ich nicht alle? Oh, lag, okay. Lag des Ultratodes. Oh Gott, ich bin angeschossen. Oh Gott! Ich hab ihn angeschossen, der müsste gleich tot sein. Okay. Der hat mich aber erschossen. Lebt Panzer. Da jetzt noch jemand? Der lebt immer noch, Alter, das gibt's noch nicht. Ich hab den hart, ich hab den hart penetriert. Ich hab den voll. Ich auch erwischt, ins Gesicht geschossen. Oh Gott, oh Gott. Guck mal, wie wir erschossen haben. Wer war das? Oh wow. Wir haben Mikey erschossen und Percy. Ernsthaft? Ja. Hey, hey, Mike! Percy, Percy, Mike, 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 Mike! Percy! Percy! Percy, du Spassel! Ja, Mann, das weiß ich! Ja, ich bin's, Daniel! Wow! Jungs, Jungs, Jungs! Percy, 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 Percy! Brauchst du Bandagen? Ja. Alter, wie kannst du überhaupt leben? Hi! Hä? Hallo, ich war die ganze Zeit im Auto drinnen. Was sagt er? War die ganze Zeit, sagt, war die ganze Zeit im Auto drin. Hallo, ich kann nicht getroffen worden sein. Tobi und Dave, Tobi und Dave. Oh Gott, schnell, wir müssen. Ey, der Rocky hat gerade alle getötet, Alter. Wie kann das sein? Ja, weil Rocky übertriebenen Desync hat, ernsthaft. Der ist einfach nicht gestorben. Also, ja, safe bei Internetleitung. Ja, ist so. Warte mal ganz kurz, ich muss einen Effekte lauter machen. Wie bitte? Nochmal bitte, ich hab dich gerade nicht ganz verstanden. Rocky stand die ganze Zeit hinter den orangenen Dingen und hat nicht gedesinkt bei mir. Ja, aber die Jungs haben den angeschossen und Rocky wurde auf jeden Fall getroffen, aber der wollte einfach nicht sterben, weißt du, der ist einfach immer weiter. Der hat einfach immer weiter geschossen. Mann, ey. Gut, dass. Ey, die haben gerade eben noch so gesagt, ne, ey, das sind unsere Jungs, auf die wir gerade geschossen haben. Und ich so, oh Gott, ich kann nicht weiterschießen, so. Und du reagierst nicht, alter Percy, was ist los? Hä, was nochmal? Die reden gerade alle. Komm mal in den Teamspeak-Channel. Warte, guck hier rein. Okay. Alles klar, warte, wir switchen nicht. Ey, weißt du, wie ich gehofft habe, einfach, dass der Scrap-APC nicht in die Luft springt? Ich saß halt die ganze Zeit hinten drin und ich bin ja vom Driver direkt instant zum Backseat gegangen. Weil ihr habt instant den Reifen kaputt gemacht, Seid ja doch gut draufgehalten, ey. Ja, glaub mir, ich hab alles gegeben, Percy, ich hab alles. Ich wusste schon, dass ihr das seid, mir war das so klar, dass ihr das seid. Warum? Wir sind doch mit einem ganz anderen Auto losgefahren, so, weißt du? Ja, aber mir war das bewusst, dass ihr das wart, 100%. Das ist doch keine Ahnung, ich hab's gerochen, dass ihr das wart. Als ich schon die erste Todesmeldung gesehen habe, dachte ich mir schon so, okay, Alter, ich warte jetzt nur auf die Todesmeldung, das sind 100% nicht die. Vor allen Dingen, wir fahren irgendwo, ne, durchs Nirgendwo, ne, sind gerade dabei, so uns auf den Rücken zu klopfen, so, oh, gut gemacht, haben wir geklaut, yay. Und dann plötzlich so ein Scrap-APC irgendwo im Nirgendwo, Alter, und natürlich seid ihr Lurche, das ist unfasslich. War das halt lustig? Ich hab mir die Echo geschnappt. Ja, genau, du hast die Echo geschnappt. Aber ich wollte gerade irgendwas anderes sagen. Genau, das Lustige ist, wir haben ja gegen die gefightet und Percy und ich, wir waren ja da quasi am Einladen von den ganzen Waffen. Und ich habe einfach alle Waffen genommen und in unser Auto eingeladen. Und Percy hat, glaube ich, keine einzige Waffe eingeladen. Außer so eine M4 oder so. Ich habe eine M4 übrig gelassen, aber ohne Munition. Das ist der Lootfinger von Daniel. Kennt man ja. Ich habe auch alle Rucksäcke mitgenommen, die da waren. Ja, da liegen auch ziemlich viele Rucksäcke in diesem Auto hier drin, ja. Muss ich mal anmerken. Liegen da wirklich ziemlich noch welche rum? Ja, da einer noch. Da lagen auf jeden Fall zwei Check drinne, jetzt nur einer drinne und alles. Also drei Rucksäcke hast du da weggenommen, ey. Ja. Einfach mal weggesnatcht, so, also, ganz heimlich. Hast du von denen alle das weggenommen? Du hast einen Coyote, denk dran. Das hab ich jetzt auf übrigens, das hab ich von dir weggenommen. Alles recycelt. Ja, klar. Oh! Schlüssel. Ja, ist aber. Oh, wir sind getroffen. Oh, what the fuck, unser Reifen ist kaputt. Aussteigen? Okay, aussteigen. Six. Oh, ich bin tot. Der hat mir einen Headshot gegeben. Könnt ihr mich verbinden, wenn ihr gleich Zeit habt? Ich lieg da vorne. Es sind mehrere. Ich bin okay. Irgendwie angeschossen. Okay, ich bin. Andere Seite, ich verblute gerade. Oh Gott, ich glaube, ihr müsst es alleine machen. David, aufnehmen! Jetzt sind ganz viele. Fucking Hinterhalt, ich weiß nicht, wo ich hingucken soll. Ich blute. Oh Gott, ich bin tot. Oh, ich bin auch angeschossen. Ey, das sind drei Stück, Das war Zange, keine Ahnung. Ich habe von allen Seiten, ey. Keine Chance. Okay, eine M249 Saw hat mich umgeknallt. Da, die darf mich ruhig umknallen. Okay, das war. Oh Gott, ich lebe noch. Noch lebe ich auch, ja. Aber ich glaube, ich werde jetzt langsam aber sicher verbluten. Okay, hi guys. Nice to meet you. Very nice. Hi. Yeah. Goodbye. Boah, Let's go. Das ist ja cool.
Origin steht sogar oben drauf. Überfall. Tobi, gleich kommt das besagte Geräusch. Überfall. Also ich muss jetzt da bei Martin bei dem Ratten in der Nähe. Überfall. Genau, genau. Gib Gas. Gib alles. Ja, ist Tobi jetzt dran? Jo. Hi. Mega geil. Wie sieht denn das aus, wenn ich... Oh mein Gott. Emerge. Das Geräusch, ne? Das Geräusch ist einfach das Beste. First Person ist der absolute Hammer, ne? Ganz ehrlich. Du guckst immer nur durch dieses kleine Ding. Submerge. So, anywhere you want it, wir sind da. 400 Meter. Hier legen wir an. Muss ich jetzt eigentlich emergen, oder? Na, macht er automatisch. Ah, okay. Auch wenn ich so super schnell dagegen fahre. Mal gucken, was passiert, das wenn ja ich damit stande. Das sind ja Autos rechts von uns, ne? Oh Gott, Daniel. Ja, das ist eine Base auf jeden Fall. Oh Gott, ich hab Angst. Lass mal vorbeifahren. Oh, aber der Typ ist nicht online. Den wollte ich schon die ganze Zeit ausrauben. Na, guck mal, der hat ganz viele Autos gestellt. Oh, guck mal, der hat diese Gangster-Karre, von der ich gesprochen habe. Der hatte gestern auch in seinen Autos zwei DMRs und so. Ja, lass die mal snacken da. Boah, das sind sogar drei. Wow. Drei Autos, Mann. Oh Gott. Sehr gut eingeparkt. Ah, ne? Ein guter U-Boot-Fahrer. Ah. Meine. Andi bist drin, ne? Ja, Andi bleibt auch hoffentlich drin. Oh, cool, da steht auch was drauf. Genau das Ding hatte ich gesehen. Percy, erinnerst du dich, als ich gesagt habe, das sieht aus wie... Echt jetzt? Aber da fehlt ein Reifen hinten nur. Ey, ja, das ist genau die Karre, Mann. Das ist die Karre. Oh mein Gott! Mit der wollte ich die ganze Zeit fahren. Ja, okay, warte. Guck mal hier. Hier sind zwei Munition. Was denn? Da sind hier zwei sind Gunners. Für die Winchester drin. Oh fuck. Ich hab geschossen. Guck mal, da geht hoch. Ist das eine Minigun? Ja, da ist eine Minigun drin. Kommt vorne raus. Wow. Oh mein Gott. G36C, M41 CCOSD, M41 Holo. Machen wir mal Plattform ab. Guck mal, die geht raus. Bitte mal an, Daniel, wie die vorne rauskommt. Nicht schießen, bitte. Ich stehe vorne. Oh mein Gott, das ist definitiv... Das ist genau das Auto, was ich mal haben wollte. Das meinte ich mit Gangsterkarre. Weißt du genau, von wo aus die Schüsse kommen? Kommen direkt von den Baracken, oder? Ja, genau. Irgendwo direkt bei den Baracken sind die. Vermutlich wieder an der Stelle, wo sie gerade einen Hinterhalt gemacht haben. Genau an der Stelle sind wir. Okay. Ihr lauft gerade unten durch den Wald, kann das sein? Genau, ja. Ich renne halt gerade auf die Schüsse zu. Oh Gott, bist du hinter mir, David? Mit der Waffe? Ja, die haben 16. Okay. Bin auch total, Jungs. Haltet durch. Sehr gut. Ja, bin gleich da. Soll ich bei der Burg abspringen oder im Wald? Schießen wieder ordentlich, Leute. Hab wieder unser Auto gefunden. Unser MG-Auto. Oh yeah. Warte. Jesus, der tötet so da gerade alle. Naja. Ah, ist direkt vor uns. Wo schießt der? Auf, weiß nicht. Auf so ein pinkes Auto schießt er. Die sind auf jeden Fall vor uns im Wald irgendwo. Das ist direkt an der Ich habe, glaube ich, gerade jemanden getötet oder zumindest ausgenockt. Ich habe den gesehen, der mit der M14 Aim schießt. Im Wald, glaube ich, habe halt so die Rauchspuren gesehen. Ich habe den gerade an so einem Auto gesehen. Rennt einer, bist du das da in den Tarnleiten? Ich glaube schon, ja, genau. An den Bahngleisen? Ja, das bin ich, genau. Ich renne wieder Richtung Stadt. Ich laufe jetzt hier in das Apfelfeld rein. Ja, genau, ich habe einen Sauerstofftypen umgebracht gerade. 200 Metern, yes. Good job. Okay, sind, da, ist ein, da ist so ein pinker Bus quasi und die sind alle in diesem Bus gewesen gerade eben. Okay. Ich sehe in dem Bus. Ja, ich sehe den Bus auch. Da vorne blutet einer, ja. Das ist der, glaube ich, den Daniel erschossen hat. Der war rechts links vom Bus. Ach,
am Bus, weil da liegt nämlich einer blutend im Wald, direkt vor mir. Einer an den Tannen, vorne, neben dem Bus gerade. Okay. Der ist gerade in die Tannen gerannt, neben dem Bus. Neben dem Bus? Also schon mehr zu den Baracken wieder hin, in den Tannen, meine ich. Der hat irgendwas Weißes angehabt oder so. Ja, der ist da, glaube ich, zwischen den Tannen. Ich sehe so ein... Das ist schwierig zu erklären, der ist da. Bin mitten im Apfelfeld und lauf gerade auf die Gegner zu. Ah, da ist irgendjemand direkt am Bus. Am Bus? Ja, hinterm Bus, den siehst du nicht. Den hab ich halt gesehen, weil ich so gerade von hinten komme. Okay. Der schießt, glaube ich. Der, auf mich? Ja, ja. Der schießt vom Bus aus. Der schießt auf mich. Könnt ihn weiter ablenken, wenn du willst. Lenk ihn ab. Okay, warte. Ich mach Dauerfeuer auf den Schuss gleich. Jetzt, bitte jetzt. Schieße. Oh Gott. Ich glaube, ich habe ihn. Ja, einen hast du. Ja, hast du. Ist da noch einer? Ich weiß nicht. Also einer ist noch, wie gesagt, so Richtung Martin gerannt. Ja, der ist da. Nee, ich bin das. Richtung Martin in die Tanda gerannt, meine ich. Okay. Ich bin jetzt am Bus hier. Ich bin am Bus. Ja, ich sehe dich. Direkt vor dir sozusagen. Ja, der ist da noch. Vor dir in den Tannen ist der. Ich habe ihn gerade gesehen. Okay. Ich hab Zombie-Aggro. Da, ja, der rennt da. Der zielt auf mich. Ich bin am Bus. Ja, warte mal, ich versuch. Schießt er auf dich? Nein. Das bin ich. Der Schießer, der ist da. Rennst du gerade? Ja, ich renn auf ihn zu. Guck, der ist direkt da zwischen diesen beiden Bäumen. Versuch da gerade hinzugehen. Versuch ein bisschen abzulenken. Sieht mich gerade noch nicht. Ich bin gerade mega. Ja, komm, ernsthaft. Ich weiß nicht, ich habe ihn, glaube ich, getroffen, oder? Nee, du hast ihn getroffen auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, wo ist er? Also den anderen weiß ich jetzt nicht. Wo ist denn der Typ, wo du gesagt hast, das ist noch einer? Der ist tot. Achso, okay. Gut. Den hat gerade irgendeiner erschossen. Aber das war es nicht du, oder? Mike N war das und Mike N ist David. Und wow, hier ist Gilly, du bist das, David, ne? Ich bin tot. Okay, alles klar. Dann ist der Gilly gerade ein Feind. Okay, ja. Wo ist der Gilly? Direkt am Bus hier. Okay. Da ist, glaube ich, bei mir ist auch einer an meiner Leiche, wo ich stand, im Wald. Ich habe eben Geräusch gehört, dass ich da hing. Direkt am Bus. Da ist er am Bus, der Gilly. Schieß ihn bitte. Dankeschön. Hab ich. Müsste schon tot sein. Ja, der. Ja. Nice. Tot. Oh Gott. Ich dachte gerade, weil. Erinnerst du dich, als du außen Gilly anhattest? Ja. Ja, ich muss da eben looten hier. Okay, kleinen Moment. Alter, hier sind circa, ich glaube, der Jesus-Typ ist aber noch nicht gestorben, oder? Hat das einer gesehen? Der ist tot. Oh, ich wurde angeschossen. Von? Vom offenen Feld, aus einer Richtung, die zurzeit komplett ungedeckt ist. Ich kann gerade keine Himmelsangabe geben. Also auf jeden Fall hinter dem Bus, so dass, als sie immer Deckung genommen haben, hinterm Bus keine Deckung hatten. Irgendwo von da aus. Okay. Ich verbinde mich gerade, vermutlich schießt er mich gleich nochmal an. Guck mal, oh Gott, hinter dir, da wo das Rapsfeld ist. Entschuldigung. Ja. Das gelbe Feld halt, oder was? Der schießt auf mich, ja? Ich sterbe gerade, scheiße. Kannst du mich verbinden? Wenn nicht, wie gesagt. Das Problem ist, der schießt mit der DME auf mich. Okay, ja. Mein Problem ist halt gerade, ne? Ich habe gebrochene Beine, die bluten am Boden. Hol ihn. Ja, ich bin tot. Kümmer dich um den Typen. Das ist halt. Ich weiß nicht, das ist halt sozusagen immer dieser Zwiespalt bei Origins mit diesen Fights, die unendlich dauern quasi, weil immer und immer wieder neue Leute kommen. Absolut. Gab's da nicht sogar mal irgendwie eine Regel, dass du 15 Minuten nicht hin darfst bei manchen Servern? Das war doch beim Mobil im Wald. Ja. Gibt's aber immer irgendwelche Server. Okay, und irgendwo jetzt hier rechts, kommt, ne? Ja, da vorne hinter den Bahnschienen, da kommt das gelbe Feld. Und dann kommt da so ein Fabrikgelände. Da sind die drinne, das siehst du auch schon hier hinter. Im Fabrikgelände? Die haben sich im Fabrikgelände verkämmt. Mindestens zwei Leute, DMR im Kamott. Tschö, ich hab dich gerade ein bisschen aus den Augen verloren. Wo bist du? Dann scherz mir das, ich bin das. Hi. So, ich wollte dich wieder verarschen. Okay, wenn du da vorne guckst, ne? Ja, genau, da sind die drauf, da sind die drinne. Ja, ich renne bin hartnäckig, rein. Ich stimme da jetzt einfach drauf. Also, ich stimme nicht so blöd drauf, aber guck mal. Reißen kann. Sind die Steinleute direkt am Bein? Da ist einer, ich sehe einen. Oh, jo. Direkt hinter dir, Vorsicht.
Ja, ich hab ihn natürlich wieder ordentlich gegeben. Und wer ist ohnmächtig? Tobi. What the fuck, wo ist denn der Typ hin? Der ist völlig weg, die Sink bei mir. Ja, same hier. Ich hab ihn aber getroffen. Der ist verwundet. Sorry. Kein Ding. Willst du dich schon völlig verarschen? Ich bin entweder saumäßig blind oder der Typ hat saumäßig krass Movement, irgendwie so. Und, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Ich lebe jetzt noch, ich höre überall Schüsse. Der Typ, der ist einfach weg für mich. Der ist einfach verschwunden. Der Taliban-Typ, ne? Ja, der ist einfach verschwunden. Hm. Ich hab den hart gegeben, hundertprozentig. Er mir auch den, aber. Hat er kommen geblockt? Weiß nicht. Vielleicht hier bei den Brettern? Hat er sich in das Auto reingesetzt? Das war nämlich rechts hinter der Mauer, wenn du reinkamst, gleich ein Auto. Vielleicht hast du ihn getötet? Nee, Todesmann kann. Da ist ein Auto, ja. Weißt du, ohnmächtig? Der hat sich nicht ins Auto rein. Ich glaube, der ist tot. Oder? Was hat denn der für eine Waffe? Vielleicht hat der eine DMR. DMR oder M14? DMR. Das ist für mich gerade ein super Rätsel. Ich habe eine schwarze DMR gesehen. Also der Typ hat keine Todes... Im Wald ist aber auch hinter dir einer gewesen. Das ist korrekt, ja. Auch mit einer... DMR-lastigen Waffe. Liegen über Leichen, ne? Egal wo ich hingucke. Hast du schon ein Vietnam-Flashback von gestern? Oh, du hast Scarface erwischt. Ja. Nee, das war Tobi. Ah, jetzt gerade eben, ne? Ja, der wollte den Heli looten. Mir geht's nur darum, weil die Position da vorne, die ist ja super bekannt quasi, jetzt gerade, ja, ne? Richtig. Dann lass uns jetzt zusammen. Du bist das da mit den Grünen, ne? Ja. Nee, bin ich nicht. Doch, ganz sicher, okay. Du hast einen M16. Okay. Keiner rennt hier mit einem M16 freiwillig rum. Okay, follow me! Warte, du warst in den Tannen. Follow me, ah nein. Ja, das ist ein Baum rein, ne? Die führt in eine Richtung. Follow me! Okay, da oben meinst du? Da waren Schüsse? Ja, da kamen gerade Schüsse her, aber ich denke, jetzt sind wir relativ sicher. Sagte er, als er angeschossen wurde. Im Moment habe ich wirklich gedacht, ich werde angeschossen bei dem Geräusch gerade eben. Also dann habe ich nicht mal deinen Schuss gehört, Daniel. Weil wenn du hier warst, dann habe ich in der Stadt auch noch AK-Schüsse separat gehört zu deinen Schüssen. Ich habe gar keinen Schuss abgegeben. Nö, weil du meintest, du bist angeschossen. Ich sehe jemanden, runter zum Feld, hinter die Tannen.
Da oben, liegt einer oben. an der Wurzel oben. Oben oder unten? Ja, oben? Im Wald drinne. Oben? Ja, weiter oben, ja. Oh Gott. Ich versuche ihn von links zu umkreisen. Ich kann ja nicht, wo du hinguckst ungefähr. Also eigentlich genau vor uns. Da rennt er. Er rennt gerade rum. Er rennt. Ja, links oder eher rechts von uns? Rennst du auf ihn zu? Ich schieße ihn gerade an. Ah, ja, okay. Ah, da. Ich habe ihn auf jeden Fall getötet. Okay. Oder? Nochmal. Jetzt? Ja. Jetzt ja, endlich. Alter. Kannst du den Typen looten? Mach ich. Okay. Ich bin bei. Ey, diese Helikopter bringen mich schon wieder um, ne? Ich hasse Helikopter. Wer hat eine DMR für dich, wenn die haben willst? Dann nimm mit. Mach ich. Wichtiger ist auf jeden Fall, dass wir jetzt erstmal hier in Sicherheit kommen. Siehst du, ich habe ja gesagt, ich habe von hier oben noch Schüsse gehört. Unglaublich, dass da jemand im Busch liegt. Krass, wie lange der bitte überlebt hat, wa? Unglaublich, wirklich. Der hat einen Fallschuss auf jeden Fall abbekommen. Und ein Fallschuss knockt dich aus, egal was passiert. Der hat nicht nur Fallschuss abgekriegt, der hat auch Kopfschüsse von meiner M16 kassiert. Willkommen in Origins. Ja. Du denkst bei mir so krass, Alter. Ernsthaft, du bist neben mir, hinter mir und dann bist du 50 Meter vor mir. The fuck, okay. Alter. Der Server wird auch wieder dunkel. Zeit, dass er neu gestartet wird, ey. Mhm. 15 Minuten noch. Wir sollten uns securen eventuell. Ja. Oh, also vor uns Auto vor uns. Ja. Oh, kann nicht mehr. Also Munition. Ich hab jemanden getroffen, ich hab ihn getötet. Glaube ich, oder? Damit, dass ich ihn getötet hab. Ich hab auf jeden Fall jemanden getroffen. Da rennt jemand mit der Makarov. Ah ja, hier, ich hab den rausgeschossen. Ich muss Penke das nehmen kurz, ich kann nicht schießen. Der Typ ist tot, ich hab ihn aus dem Auto rausgeschossen, lol. Hier vorne liegt noch einer. Wenn ich mich hingelegt habe, bin ich das. Nee. Okay. Der da, den ich gerade anschieße. Sniper One, lol, das sind Bots. Oder? Heißt jemand Sniper One auf dem Server? Hundertprozentig, also ich denke mal nicht, dass da Bots sind, oder? Ja, Bots heißt ein Sniper 1 und so. Oh, okay, dann tut mir leid. Meine okay. Also. Was macht eigentlich der Heli da die ganze Zeit bei euch? Oh. Auf der Straße da? Ich liege auf der Straße, ja. Hi. 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 Wie war das? Das Loot Secure? Ja. Der hat eine Schussweste, Digga. Hat er? Hat er. Hier, oh mein Gott. Von hier. Take die. Medical Kits hier auch. Oh, jetzt geht das Auto in Flammen auf. Wo ist der andere Typ, den du umgebracht hast? Da war ein Zombie, sorry. Ich hatte mega geshakt. Ich dachte, wäre ein Typ, der mit der Macke auf uns zukommt. Hast du die Weste genommen? Nee, mach ich jetzt dann. Okay, warte, ich such die auch gerade, ne? Kommt noch ein Zombie hinter dir. Ah, da ist er. Nimm Essen, trinken, Blutpaket mit. Bandagen. Jo. Ja, 16. Ich nehme noch die M16 mit, okay? Okay. Ich nehme Abstand, weil wir haben viel vorher gemacht. Ja, machen wir. Also, ja, mach. Okay, ich bin. Komm schon in die scheiß Magazine raus. Okay, bin draußen. Bist gerade beschossen? Nee, aber ich hab bloß Angst, dass ich jetzt hier beschossen werde. Hau dir mal um den Zombie. Ich hab einen Hunger. Okay. Ach Gott, ich hab drei Waffen. DMR. Ich weiß nicht, ne? Unser Tag begann damit, dass wir eigentlich nur mal kurz eine Spritze machen wollten in unseren Panzer. Dann wurde der Panzer zum MG-Humvee. Dann wurde der MG-Humvee zum Scrap-Panzer. Dann wurde der Scrap-Panzer zum U-Boot. Dann wurde das U-Boot zum super-duper-Mafioso-MG-Fahrzeug. Genau, und das wurde dann zu denen hier, ne? Zu Gear. Und jetzt habe ich eine Schutzweste an.